Jo, Freunde des Fußballs, willkommen zurück beim So Rare Bear. Hier dreht sich alles um So Rare. Heute, weil sich das viele gewünscht haben, will ich euch mal zeigen, wie ich die nächsten Monate vorgehe. Wann ich meine europäischen Spieler verkaufe, wann ich dann vielleicht in amerikanische Spieler investiere, ob ich das überhaupt mache. Das ist aber nur meine Vorgehensweise, das heißt, ihr müsst das nicht genauso nachmachen, das ist wichtig. So mache ich das, das heißt nicht, dass das der einzige richtige Weg ist und dass es der perfekte Weg ist. Ich bin kein Finanzberater, ich spiele das Spiel auch zum Spaß, natürlich will ich auch Geld damit verdienen. Aber ich spiele es auch sehr gerne, weil es mir einfach Spaß macht. Ich will euch nichtsdestotrotz davor auch noch so ein bisschen zeigen, was ich persönlich finde, was theoretisch der beste Weg wäre, mit maximalem Gewinn quasi da rauszugehen. Ich selber werde das so nicht machen, aber ich will es euch trotzdem gezeigt haben. Bevor wir jetzt aber anfangen, wenn du überhaupt neu auf The Rare bist, check mal den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Da gibt es eine gratis Limited-Karte für dich, wenn du 5 Karten auf der Auktion ersteigerst. Ganz wichtig am Anfang, ich rede jetzt hauptsächlich über die Rare-Karten. Ich denke, das interessiert nämlich die meisten. Weil die viel krasser von den Schwankungen betroffen sind als jetzt die Limited-Karten. Einfach aus dem Grund, weil es sie ja nur 100 Mal gibt. Außerdem sind die halt einfach deutlich teurer als die Limited-Karten an sich. Ich würde sagen, wir gehen dafür mal kurz auf so Rare Data. Ich habe da auch mal 3 Spieler rausgesucht, die es auch schon ein bisschen länger gibt. Das Problem ist, ich kann es euch bei Bundesliga-Spielern nicht zeigen. Die sind ja erst eingeführt worden. Natürlich, es gibt die Bayern-Spieler. Aber man kann eigentlich schon von vorne weg sagen, die ganz großen Namen, so ein Mbappé, ein Messi, ein Thomas Müller, ein Manuel Neuer, die werden nicht sonderlich fallen, weil es beliebte Spieler sind. Die meisten, die überhaupt besitzen, die halten die Karten. Aber ich habe jetzt eben 3 andere Spieler mitgebracht, die eigentlich trotzdem richtig gut scoren in So Rare, die auch einiges an Wert haben, aber jetzt halt nicht die Creme de la Creme sind, sage ich einfach mal. Einfach, dass wir mal so den Preisgraph anschauen können, um zu gucken, wann die meisten Leute vielleicht verkaufen und wann eben nicht. Dafür gehen wir hier auf So Rare Data mal auf die Rare-Karte, dass die Rare-Karten ausgewählt sind. Und dann gehe ich einfach mal auf All und dann sieht man hier schon ganz viele Punkte. Die blauen Punkte, da wurde der Spieler auf der Auktion gekauft. Die pinken Punkte sind Karten aus den Managerverkäufen und die roten sind diese Direkthandel, wenn ihr mit einem Spieler persönlich handelt, wenn ihr da Angebote verschickt. Ich würde sagen, hier so den Bereich, den kann man eigentlich außen vor lassen. Da ist automatisch nach oben gegangen, da So Rare da eben groß geworden ist. So Rare war da in den Startlöchern, die Spieler waren noch günstig, es gab noch nicht so viele und je mehr Manager natürlich dann dazugekommen sind, desto höher sind die Kartenpreise gegangen. Wo es dann interessant wird, ist hier, das ist Dezember 2020. Das heißt, was auch noch wichtig ist, ist der Bereich hier dann. Also das ist der wichtigste Bereich. Das ist 2020. Hier so ist Januar, Februar und hier oben auf diesem kleinen Peak ist März. März ist ja nochmal, ja, da ist die heiße Phase in Europa. Da wollen viele nochmal die europäischen Spiele gucken. Da investiert man dann auch gerne mal nochmal in europäische Karten. Also viele Einsteiger, würde ich einfach mal behaupten. Da gab es ja auch nochmal diesen Push in So Rare. März 2021 sind immer richtig viele Spieler dazugekommen und hier im Mai hört die Liga ja auch auf. Die meisten europäischen Ligen hören im Mai auf. Man sieht schon, der Preisfall wird hier auch nochmal deutlich. Er geht hier immer langsamer und langsamer runter. Die Auktionen fallen komischerweise auch fast ganz weg. Die werden hier gar nicht mehr released, weil die Spieler ja auch kaum noch Spiele haben. Und an sich sind nur noch sehr viele Direktoffer zu sehen. Und man sieht, so im März ist noch dieser kleine Höhepunkt und immer weiter Richtung April fallen die Preise dann schon relativ rasant. Das heißt, theoretisch kann man sich auch gerne nochmal bei einem anderen Spieler angucken. Das hier ist Anthony Lopez. Den gibt es auch schon länger. Ich mache jetzt mal ein Jahr. Dann sieht man es besser. Hier oben auch wieder. Und hier fällt es dann runter Richtung Mai. Was man also deutlich sieht an diesem Trend ist, die Spieler fangen natürlich jetzt schon langsam an, ihre Karten zu verkaufen. Deswegen hier auch mein Tipp an euch, wenn ihr wirklich nur spielt, um den maximalen Gewinn zu holen, dass eure Karten auch ja keinen, dass ihr da ja keinen Preisverlust habt, dann solltet ihr auf jeden Fall jetzt schon langsam anfangen, eure Karten zu verkaufen. Das Problem ist natürlich jetzt aber auch gerade, Stand jetzt hat die MLS erst 2 Spieltage hinter sich. Die Spieler sind auf dem Höchstpreis überhaupt, was die MLS angeht. Und wenn die jetzt halt auch noch gute Scores gemacht haben, dann sind die natürlich nochmal deutlich teurer. Ich habe in 4 MLS-Spieler investiert und die sind alle 200 bis 300 Euro teurer als zu dem Zeitpunkt, an dem ich es mir gekauft habe. Das heißt, momentan sind die wirklich extrem overpriced und die europäischen Spieler verlieren eben aber an Wert. Und also meine Meinung, mein Bauchgefühl ist es, also es ist wirklich nur ein Bauchgefühl,
Gefühl, es ist keine absolute Expertenmeinung, ist, wenn ihr hier so um den Zeitpunkt Anfang April die Karten losbekommen habt, dass ihr also schauen könnt, dass die Karten ungefähr da losgeworden sind, dass ihr sie jetzt schon so langsam auf den Markt bringt, auf ein gutes Angebot wartet und dann vielleicht so Mitte April habt ihr die Karten dann los, habt das Ethereum vielleicht schon von allen Spielern auch auf der Wallet und an dem Zeitpunkt, da würde ich mir dann einen MLS-Spieler oder mexikanische und argentinische Liga, die haben ja auch erst, also die argentinische, da bin ich mir sicher, hat auch erst angefangen, die haben auch noch richtig viele Spieltage und die sind tendenziell sogar günstiger als MLS-Spieler, wenn ihr die richtigen sucht. Natürlich ist es hier aber so, dass MLS-Spieler deutlich leichter zu recherchieren sind als die argentinischen und als die asiatischen Spieler sowieso. Die sind nochmal günstiger natürlich, aber es ist wirklich sehr schwer an Informationen von asiatischen Spielern zu kommen. Ich persönlich halte mich komplett fern von denen, weil man sich das sehr leicht verbrennen kann, finde ich. Wenn ihr auf FODMOB guckt, auf Transfermarkt und so weiter, unsere gängigen Seiten, dann findet ihr schon Informationen zu den Spielern, seht auch, wann sie gespielt haben, aber Verletzungen zum Beispiel, die kommen sehr schwer durch oder Torhüterrotationen kommen sehr schwer durch. Da müsst ihr schon wirklich Insider-Seiten finden. Die sind gar nicht so leicht zu finden auf Englisch oder Deutsch. Die sind dann eher eben in den asiatischen Sprachen gehalten. Deswegen, wie gesagt, ich würde ungefähr im April gucken, mir MLS-Spieler oder argentinische Spieler oder vielleicht sogar mexikanische Spieler zu holen. Dann dürfte der Preis ungefähr wieder angepasst sein bei denen. Und wenn ihr bis dahin eben eure Karten verkauft habt, dann kriegt ihr da sicherlich auch gute Deals. Ihr müsst natürlich schauen, dass ihr die europäischen Karten vielleicht einen Tick vorher verkauft. Kann sein, dass ihr dann vielleicht zweimal den Threshold verpassen werdet, 2-3 Wochen. Aber im Endeffekt sind das dann, wenn ihr dreimal den Threshold erreicht hättet, ungefähr 150 Euro. Wenn ihr euch aber gut anstellt, könnt ihr mit den Karten, die ihr billiger gekauft habt und dann teurer verkaufen könnt, wenn ihr das wollt später, viel mehr als die 150 Euro Profit rausschlagen. Das ist so die Taktik, die ich fahren würde, wenn ich auf maximalen Gewinn ausgehen würde. Aber jetzt komme ich gleich noch zu meiner Galerie. Ja, viele von euch haben nämlich gefragt, wie es bei mir denn so aussieht. Das hier ist meine Galerie. Man sieht, meine Rare-Karten, die sind schon überwiegend aus der MLS. Das heißt, ich habe da gar nicht so wirklich den Druck, die Karten zu verkaufen, weil meine Spieler eigentlich noch die ganze Saison vor sich haben. Natürlich habe ich auch Spieler aus der russischen Liga, aus der spanischen Liga, Bundesliga und österreichische Liga. Aber also gerade den aus der österreichischen Liga, den werde ich auf jeden Fall behalten. Der ist U20, den habe ich mir einfach Long-Term geholt. Selbst wenn Alltag absteigt, ist das für mich absolut in Ordnung. Deswegen habe ich den auch billig bekommen. Aber ich denke mal, halte ich jetzt einfach ein paar Jahre, also ein paar Saisons auf jeden Fall und schaue dann einfach, wohin der Preis gegangen ist, ob er von Alltag weg ist oder nicht. Das ist ein Risikoinvestment. Ich bin aber auch vollkommen fein damit, wenn die absteigen und ich nichts mehr mit dem Spieler anfangen kann. Ansonsten habe ich eben noch diese 3 Spieler und mir fehlt ein MLS-Spieler noch. Das Problem bei mir ist aber leider, ihr seht schon, die Preise von den anderen Spielern, die ich habe, die sind extrem gefallen, außer Nick Viergever, aber den will ich eh nicht abgeben. Der ist super Preis-Leistungsspieler, den kann ich immer mal wieder reinschmeißen. Aber russische Liga ist gegeben, warum die Preise fallen. Außerdem performt Victor Moses auch überhaupt nicht mehr. War mal echt so ein kleiner Liebling von mir, aber der spielt keinen guten Fußball mehr, den würde ich sehr gerne loswerden. Aber mit diesem Minus, die meine beiden Spieler haben, will ich sie eigentlich jetzt nicht abgeben. Aber der Preis wird natürlich nach und nach fallen. Deswegen sieht es bei mir eigentlich so aus, dass ich es eigentlich so geplant habe, dass ich kaum einen Spieler verkaufen werde, weil ich die 2 eben nicht losbekomme. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich mit den Thresholds noch einen Spieler aus der MLS verpflichten kann, bis dann eben die europäischen Ligen aufgehört haben. Und bei den Limited-Karten sieht es so aus, dass ich eigentlich alle Teams behalten will. Also meine Stammteams, der Spartak-Stack bleibt auf jeden Fall. Und auch die Bundesliga-Spieler will ich nicht abgeben. Ich mag die Spieler und ich will sie eigentlich bis Ende der Rückrunde auf jeden Fall spielen. Und die danach dann zu verkaufen, wäre kompletter Schwachsinn. Dann nehme ich sie dann lieber mit in die nächste Saison und behalte sie einfach komplett. Weil ich persönlich finde, um bei Limited in Amerika wirklich was zu reißen, muss das Team schon sehr teuer sein. Und dafür interessieren mich die Ligen auch ehrlich gesagt nicht in dem Rahmen, dass ich so viel Geld in die Hand nehmen würde für ein Limited-Team, um dann die Spiele anzugucken. Weil es ist einfach nicht so interessant für mich. Ich spiele so Rare dann trotzdem auch, um die Spiele meiner Spieler anzuschauen. Die russische Liga gucke ich gerne ab und zu, Bundesliga sowieso und La Liga eben auch. Und mit den MLS-Spielern hier, die ich habe, habe ich mich arrangiert. Aber jetzt noch ein Limited-Team extra dazu zu kaufen, das muss nicht unbedingt sein. Ich finde sowieso, wenn man nicht das absolut krasse 2.000-3.000 Euro Limited-Team hat, kann man ja nicht die ganz fetten Gewinne da absahen. Natürlich, ich habe jetzt letzte Woche insgesamt 100 Euro Rewards gemacht und meine Limited-Teams sind auch nicht
nicht so teuer, aber in der MLS ist es schon so, dass die Teams relativ geballt sind und dass es da dann relativ schwer ist, auch anständig Profit zu machen, sage ich mal. Und da behalte ich dann lieber einfach meine Teams. Bin fein damit, dass ich 3 Monate lang nicht spielen kann, ungefähr. Ich habe ja immer noch das Threshold-Team, das sich langsam die Thresholds erarbeitet. Also ganz ohne Einkommen bin ich dann doch nicht. Ich habe immerhin das Rare-Team. Das ist ja eigentlich sowieso das Haupteinkommen. Die Thresholds kann man auch immer jedem neuen Spieler empfehlen, dass man erst mit dem Rare-Team anfängt und sich dann nach und nach Limited-Teams einkauft. Eventuell lade ich sogar im Sommer nochmal auf und hole mir vielleicht 1-2 richtig gute Bundesligaspieler, wenn der Preis weit unten ist. Das wird ungefähr, denke ich, so Ende Mai, Anfang Juni sein, falls ihr das auch machen wollt. Aber ansonsten halte ich eigentlich die meisten Spieler. Das heißt, ich habe da gar nicht so eine krasse Taktik. Ich bin da eher langweilig unterwegs. Aber meine Spieler, also ich will sie einfach jetzt noch nicht abgeben. Und dann macht es so für mich am meisten Sinn. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe euch jetzt so quasi den besten Tipp meiner Meinung nach gegeben, wenn man jetzt Gewinn machen will. Aber auch eben meine eigene Taktik. Und dann könnt ihr ja abwägen, was für euch mehr Sinn macht und vielleicht auch noch mal ein bisschen Research zu den Ligen machen. Vielleicht findet ihr ja bessere Informationen zu den asiatischen Ligen. Dann könnt ihr auch gerne da rein investieren. Ich habe nicht gesagt, dass die Ligen schlecht oder unbrauchbar sind. Ich finde sie nur viel zu risikobehaftet für mein Empfinden. Und sie sind auch nicht interessant für mich. Das kommt noch dazu. Ansonsten freue ich mich, wenn du gerade... Ansonsten check gerne in der Endcard noch ein anderes Video von mir aus. Vergiss nicht zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.